Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Kingdom heißt es immer noch. Airborne Kingdom von und mit dem Opa. Dem Opa ist dann anders. Im alten Display-Opa. So. Wir haben das nächste Ziel vor Augen. Eins der nächsten Ziele. Wir müssen. Moment. Oh. Ich vertue mich immer. Maus. Wir fliegen. Moment. In diese Richtung. Wir müssen in jene. Wir müssen zur Klippenpforte. Kann das sein, dass das noch sogar das letzte Ziel ist? Also bezüglich so der Geschichte da mit den Philosophen? Oder vertue ich mich da? Waren wir da nicht schon ziemlich weit jetzt? Lehm, Eisen, keine Kohle. Uns geht die Kohle aus. Liebe Leute, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Da kann ich Relikte theoretisch finden. Sofern ich die noch nicht gefunden habe. Ist das da unten? Könnte das theoretisch Kohle sein oder ist es einfach nichts? Entweder ist das nichts oder ich bin da noch zu weit entfernt, als dass man das hier irgendwie mit der Maus anklicken könnte. Da ist Wasser, was cool ist. Da unten. Nee, das ist einfach nur Textur. Ja, ich meine, schön, dass wir hier Wasser finden, aber es wäre noch schöner, wenn wir hier Kohle finden würden. Ich finde jede Menge Ei. Was ist das da unten? Kohle vorkommen! Nix wie hin. Ich kann gerade sagen, ich finde hier jede Menge Eisen, was auch der Fall ist. Aber wir haben hier ganz andere Prioritäten. So, wie sieht's aus mit unseren Leutchen? 102 von 180. Wasser ist noch einigermaßen dabei. Wird wahrscheinlich das nächste Thema sein. Aber wir müssen dann erstmal. Upsdi. Jo, da müssen wir aber. Das liegt so gar nicht auf unserem Kurs. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Wir müssen uns hier versorgen. Und die 94 Einheiten Kohle, die kommen da wie gerufen. Moment. Können wir schon? Jo, wir können. Let's go. Kriege ich hier noch weiter? Also ich könnte hier noch locker weitere Kliniken hinsetzen. Da fehlen mir natürlich die Leute für, ne? Ganz klar. Was ich gerade sehe, was ich noch machen könnte. Weiß jetzt nicht, ob das dringend erforderlich ist. Aber es kann auf keinen Fall schaden. Das hat mir auch gemacht. Wir können hier so ein bisschen Weg machen. Das ist vielleicht ganz gut. So. Unsere Flieger sind unterwegs. Ich gehe mal hier auf den dreifachen Rittberger. Wo will unser Flieger hin? Okay, der hat sein Ziel erreicht. Das ist cool. So, 89, 88. Jetzt heißt es aber hier auffüllen. Das sieht schon besser aus. Das sieht sehr gut aus. 102, 105. Ah, läuft. 111. Cool. Ich glaube, das kriegen wir hin. 113, 114, 115, 18 und tschüss. Sehr, sehr gut. Bitte wieder auf Normalgeschwindigkeit. Ich guck mal, dass wir uns hier so in diese Richtung schon mal orientieren. Das müsste halbwegs richtig sein. Ja, nicht ganz. Wir müssen noch stärker Richtung Steuerbord einschlagen. Irgendwo da hinten ist es. Weit, weit weg. Oh. Ganz weit weg, wenn das sein sollte. Was kann es nicht sein? Das müsste irgendwie. Ja. Ach je.
Oh ja, oh ja, oh ja. Ich sehe es. Es ist wahrscheinlich doch das Ding da hinten, wo wir gerade gesehen haben. Es sieht sehr danach aus. Ich vermute das ganz hart, dass wir in diese Richtung müssen. So. Vorsichtig. Alles klar. Was sagt die Karte? Ja. Ich glaube, wir liegen so halbwegs richtig auf Kurs. Ja, dann. Wir sind hier auf 118, 116. Was gibt es denn noch Nettes hier so auf dem Weg? Da sehe ich Wasser, das ist schon mal cool. Tanken wir ein bisschen Wasser nach. Und da sehe ich eine Ruine, da müssen wir schauen, ob wir die... Ist das Kohle? Ja, wir gucken erstmal nach Wasser. Wir gucken erstmal nach Wasser. Die ist noch zu weit weg. So. Da, mach da. So, wenn ich hier ständig am Nachtanken bin, aber ihr seht es selber, ne? Unsere Ressourcen sind nicht die meisten. Vielleicht eine gute Idee, die Tanks zu erhöhen. Das wäre eigentlich mal so eine Maßnahme, ne? So ganz nebenbei bemerkt. Wobei, klar, ist eine Sache, aber auch nur die Hälfte der Lösung, weil ob ich jetzt öfter nachtanke oder mit relativ wenigen Tanks, wenigen Anfliegen einen Tank voll macht, der vielleicht dann auf 280 ist. Wir brauchen ja die entsprechende Menge, um die dann voll zu kriegen. Ne? Also klar, auf den ersten Blick ist das natürlich toll, wenn man dann den Tank voll hat und die Reserven voll hat. Werde ich auf jeden Fall machen, aber das ist jetzt erstmal nicht so die dringendste Gelegenheit. Ja, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Könnte ich vielleicht schon mal so ins Auge fassen? Kriege ich hier noch einen weiteren hin? Habe ich die Geschichte schon entsprechend so aufgepeppt, dass ich drei Türme hier hinkriege? Jo, das geht. Ein zurück. Wieso geht der? Das Thema haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Ne? Wieso geht das ein zurück? Ich müsste den hier anbringen, um irgendwie auf Null zu kommen. Oder sagen wir zumindest hier. Hier wäre schon wieder ein zurück. Hä? Für mich ist überhaupt keinen Sinn. Das ist hier vorne angebracht. Na gut, ich kann das hier austarieren hier mit dem den Teilen. Aber schon witzig. Okay, da war jetzt irgendwie Null. Muss ich das verstehen? Naja, egal. Okay. Dann haben wir zumindest schon mal die Möglichkeiten unserer Kapazitäten da erhöht, was das Tanken von Wasser anbelangt. Aber wie gesagt, das ist erstmal so ein bisschen Augenwischerei, weil klar, ich habe dann hier zwar mehr Reserve, ganz klar, aber die muss ja auch erstmal wieder da erstmal aufgefüllt werden. Und dafür brauchen wir wiederum die Oasen, die uns dann entsprechend mit Wasser versorgen. In ausreichender Menge, ne, kapazitätstechnisch. Ne, wenn da irgendwie 10 Liter drin sind, dann ist das alles nichts. So. Die sind dann Tropfen auf dem heißen Stein. Okay. Immerhin. 48, 205 würden wir jetzt Maximum bekommen. 150 haben wir. Da ist noch ein bisschen was drin. Dann nehmen wir das so weit wie möglich mit. Ja, was uns das natürlich... Oh, das hat er ja komplett übersehen. Glaube ich, oder? Es bringt uns natürlich ein bisschen Luft, das ist ganz klar. Das ist auf jeden Fall gegeben. Ich bin zu langsam hier. Ich hoffe, wir wieder den Dreifachen nicht an. Konzentration. Schon sind es nur noch 36, 30. Moment. So, wir sind da bei 147, 150, 155, 67.
Jo, ich glaube, einmal stürzen wir uns noch runter. 171. 230. Oh, das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer. So, jetzt würde ich aber dann auch sagen, hier, ne, erstmal Ende Gelände. Und wir haben hier jetzt... Wie viel? 167. Hm. Ja. Wir müssen natürlich erst wieder einlagern. 166. Hm. Solltest hier das mehr werden? 172, ja gut. 181, 84. Cool. Immerhin. Immerhin. 86 jetzt. Oh, nicht verkehrt. Cool. So, jetzt, wie war das jetzt hier mit der Ruine hier? Kennen wir die schon? Oh, anscheinend nicht. Wir schicken wir noch Flugsenarbeiter dahin. 184. Was ist mit der? Da schicken wir auch schnell noch einen Arbeiter hin. Wir haben ja genügend. So, dann haben wir bei der Gelegenheit die beiden Ruinen dann nochmal schnell abgegrast. Und können hoffentlich uns über einige Relikte freuen. Der hat 3 gefunden. In der ersten. Andere stürzt sich gerade runter. 8! Wow! Wow! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. Er ist auf dem Weg zurück. Dann machen wir uns auf den Weg zu unserem Ziel. So, wir haben noch 100 Einheiten. Kohle 20 schon wieder verbraten. Auch da muss ich, ne, das müsste ich auch entsprechend aufstocken. Ja, 230 natürlich nicht verkehrt. Die muss ich aber voll kriegen. Das wird dauern. Das wird dauern. Okay. Jo, wir sind goldrichtig unterwegs. Und wenn wir den Philosophen abgeliefert haben, dann schauen wir mal, was wir hier noch so alles finden können. Weil ich gerade habe hier alle Technologien mitgenommen. Ich meine ja. Wir können ja noch mal schauen. Die Klippenpforte ist immer noch so weit weg. Waren da. Also, wir doch. Ja, wir können hier nur mit bezüglich Ressourcen handeln. Dann der Philosoph steigt hinab. Ein jukarischer Philosoph steigt hinab zum Königreich. Mit sich nimmt er das Wissen um das Sonnenlicht, das beim Yukar-Ausguck entdeckt wurde. Er wird es mit dem Einheimischen teilen. Hatten wir in der letzten hatten wir nicht den Text, aber ich glaube, ich war hier irgendwie noch auf dreifachen Hulup oder sowas und da ist irgendwas schiefgelaufen. Das kann, also, ne, hier texttechnisch. Nun, da in jedem Königreich ein Philosoph ist, kennen alle das Wissen von Yukar und können davon profitieren. Wir müssen zum Yukar-Ausguck zurückkehren und erneut mit dem König reden. Okay. Nahrung und Sonnenlicht würden in den Hochlanden stets rar bleiben. Doch das geteilte Wissen wird den Einheimischen in künftigen Generationen enorm helfen. Aus den verstreuten Tagebüchern von Muluab, dem zweiten Chronisten, der hat überall seine Tagebücher rumliegen lassen. So, wir werden zum Yukar-Ausguck zurückkehren. Und wir kehren aber erstmal nach Hause zurück. Huch. Da sind unsere unsere erweiterten Wassertürme.
Ich schau mal ganz kurz, was haben wir hier so im Nahbereich rum existieren? So, auf den ersten Blick sehe ich nichts. Zoom mal ein bisschen weiter raus, so ein Bereich, was machbar ist. Da ist ein bisschen dickicht. Das ist irgendwie ortseigenes Gedöne, Lehm. Kann ich im Augenblick nicht nachtanken. Nicht auffrischen. Nachtanken ist gut. Wir tanken mal ein bisschen Lehm nach. Ja, wir müssen zu dem Ausguck zurück. Karte, Karte, Karte. Ausguck, Ausguck, Ausguck. Moment. Da ganz hinten. Wir sind wo? Ach je. Okay, ja, das ist jetzt natürlich. Das ist ein Weg. Also hier war irgendwie nichts mehr, ne? Da hatten wir soweit alles abgegrast. Ich frag nur nach. Für den Fall, dass da vielleicht doch noch was zu holen sein könnte. Und ich vielleicht hier aber auf dem Weg dahin, ne, wo wir jetzt die Philosophen abgeben mussten, das ein oder andere übersehen habe. Okay. Das ist die Geschichte. Das haben wir abgegrast. Ich gehe mal davon aus, da waren wir schon. Mit dieser uralten Ruine. Vorsichtshalber, schauen wir nochmal. Was haben wir da? Dickicht. Ganz viel Dickicht. Da ist auch Dickicht, aber keine Kohle. Oder Wasser, oder was auch immer. Die Tatsache, dass hier nichts angezeigt wird, wenn ich da draufklicke. Also von wegen irgendwie, nimm doch dieses oder jenes dann noch mit. Sagt mir eigentlich, dass wir das hier schon kennen. Er sagt immer noch zu weit weg. Wir können sie schon fast riechen. Achso, das ist das das kennen wir. Da ist aber noch was anderes. Gehört das dazu oder habe ich das beim letzten Mal irgendwie übersehen? Bauen der Einheit. Entschuldigung, Baum der Einheit. Baum der Einheit. Baum der Einheit. Wir nähern uns einen einsamen, friedlichen Baum, umgeben von gefallenen Mauern. Je näher wir kommen, desto ruhiger fühlen wir uns. Tiefenentspannt. Das ist ein Let's Player. Das ist ein Baum, der macht Entspannungs-Let's Plays, so wie ich. Ha! So wird ein Schuh draus, genau. Ist zurückgefühlt was. Sofort erkennen wir ihn als einen der Bäume aus dem sagenumworbenen idyllischen Gärten. Ach, schon mal einer, guck. Dieses wundersame Bauwerk der Alten würde unserem Königreich immens helfen. Wir pflücken seine Samen mit Freude, wohlwissend, dass wir den idyllischen Gärten einen Schritt näher sind. Das ist ja gut, dass ich hier nochmal vorbeigeflogen bin. Das habe ich ja komplett übersehen. Dieser Moment war wunderschön. Und ruhenspendend. Wir wussten, dass unser Königreich wahrer Größe stetig näher kam. Auszug aus. Die Wunder von Mulab, den zweiten Chronisten. So, jetzt mal. Wir kehren nach Hause zurück. Wow! Ja, cool, dass ich hier nochmal meine Nase hier in diese Richtung gesteckt habe. Das wäre uns komplett durchgegangen. So, da sehe ich Dickicht, hier sehe ich jede Menge. Hier ist Dickicht en masse und ein Kohlevorkommen. Nix wie hin. Die Kohle nehme ich mit, da könnt ihr sowas von drauf wetten, dass ich die mitnehme. So, mit dem Wasser, da läuft noch nichts. Aber müssen wir erstmal mit dem, was ich da noch habe, hinkommen. Das sieht auch ganz gut aus. Und ich hoffe, dass unser Nahrungsbedarf ein wenig sich erholen wird oder weniger wird, wenn wir hier bei den Arbeitern
auch noch die Sache mit der Nahrung dann entsprechend in den Griff bekommen. Also auch da um 50% die Reduzierung haben. So, ja, erstmal hier wieder den Dreifachen und so, wir kennen das. Und dann alles, was da ist. Rein damit. 116, oh, wir sind schon wieder voll. Ja, dann. So, das ging jetzt aber zügig. Okay, weiter geht's. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich muss schauen, bin ich von der Richtung her so halbwegs richtig? Ja, doch, würde ich schon mit ja beantworten wollen, diese Frage. Nichtsdestotrotz ist dieser Weg noch endlos. So, Moment. Ja, kriegen wir das so hin? Sieht gut aus. Ich schaue mal da in der Gelegenheit natürlich jetzt immer so ein bisschen rechts und links, was wir eventuell noch mitnehmen müssen, können, was ich anbieten würde, es zu tun oder wie auch immer. Baumaterialtechnisch können wir nichts machen, da sind wir voll. Na gut, ich kann natürlich die Lagerkapazität erhöhen, auch das ist möglich. Aber erstmal kommen wir ganz gut über die Runden. Wir haben einiges an Glas, wir haben einiges an Eisen, wir haben einiges an Lehmziegeln. Jetzt nicht so massig, aber geht. Bin ich nicht hier? Goldene Kugel. Wir entdecken ein Objekt, das im Sonnenlicht glitzert und die Ruine umgeben. Goldene Kugel. Das kennen wir. Aber das ist eine weitere, die wir noch nicht hatten bis dahin. Also hier der Text ist klar, aber hier, ne? Umsichtig hieven wir die Sphäre auf unsere Plattform und frohlocken, im Planetarium des Nomaden einen Schritt näher zu sein. Unsere Herzen machten an jedem Tag Freudensprünge, denn die Geheimnisse der Welt waren nie greifbarer. Auszug aus, die Wunder von Muno ab, den zweiten Chronisten. Ja, dann haben wir das kurz vor Ende dieser Folge dann auch das noch mitgenommen. Ja, und hier wäre halt schön, wenn, liegt das vielleicht daran, dass ich hier so schnell unterwegs bin, dass dieser Text dann nicht auftaucht, ne, wie viel wir denn jetzt haben hier. Wir haben ja immer hier meistens hier so eine Übersicht. Aber ich glaube, die sehen wir dann immer erst, wenn wir wieder so ein Königreich irgendwie angesteuert haben oder so, ne, und da irgendwelche Erfolge zu vermerken haben. Irgendwie sowas war doch da, meine ich, mich entsinnen zu können. Ja, das ist auch so einer der Punkte, wo ich dann sage, irgendwie so, hey, warum kann man das hier nicht abrufen? Ne, also ich sehe es zumindest nicht, diese Möglichkeit. Und das ist so ein bisschen meh. Das macht so gar keinen Sinn. Nun gut. Ich würde sagen, das war's dann erstmal wieder für diese Folge. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Auch vielen, vielen lieben Dank an dich für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Brauche ich sehr. Hilft mir sehr. Und ich denke, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns hier, ne, weiter umschauen nach Relikten, nach Dingen, die wir brauchen, um in dieser Story weiterzukommen. Wir werden uns auf jeden Fall dem Königreich, dieses Ausguck-Königreich, irgendwie sowas, ja, dem annähern, um die Mission da dann letztendlich abzuschließen. Und dann schauen wir mal, was so passieren wird. Passieren wird auf jeden Fall etwas in einer der nächsten Folgen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.